Ja, moin und herzlich willkommen zu einem Weekly Opening. Und das ist die erste Idee aus Patch 10.1.5. Und was habe ich die Woche gemacht? Ich habe auf dem Monk ein klein wenig gegradet, dann habe ich da, glaube ich, einen einzelnen Key gelaufen und dann habe ich auf dem Druiden als Guardian gespielt, weil ich unser eigentlicher Tank ist halt angefangen und wollte lieber DD spielen und dann habe ich gesagt, jo, ich kann dann halt auch Tank auf Guardian, dann habe ich da vorher auch schon ein bisschen gespielt und deswegen dachte ich so, ja easy, machen wir den Weg um. Also sind wir gerade so ein bisschen am Recraften oder am neu orientieren, was unsere Stats angeht, denn so viele kritische Treffer brauchen wir zum Beispiel gar nicht, wir brauchen lieber mehr Vielseitigkeit und Tempo. Also, wollen wir doch mal schauen, was drin ist. Wir wollen für Wächter looten, also rein in die Olga. Also, lass doch mal schauen. Wir haben kritischer Treffer und Tempo. Wir haben Tempo und Meisterschaft. Und wir haben Vielseitigkeit und Meisterschaft. Okay. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, welche Stats der Umhang bekommen würde, wenn wir den in den Raid-Tool reinschmeißen. Das muss ich aber nachschauen. Mal gucken. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch sofort wieder da. Und wir sollten gerne einen Umhang mit Vielseitigkeit und Tempo bekommen. Was natürlich sehr nice ist, weil wir damit halt unseren Crit- und Vielseitigkeitsumhang... Crit und Meisterschaftsumhang umtauschen können. Den nehmen wir. Und wir bekommen einen plus 21er Key. Ja. Also was bekommen wir? Vortex-Gipfel. Und wir haben stürmisch und wütend. Das sind altbekannte Affixe. Die sollten eigentlich durchaus machbar sein. Hoffen wir, dass stürmisch nicht ganz so nervig ist. Aber an sich, denke ich, sollte das ganz in Ordnung gehen. So, und angekommen drüben auf Monk. Wollen wir nochmal schauen. Haben wir auf Windwalker gesetzt. Baumeister, nee, wir wollen Windläufer. Und dann lass uns doch mal gucken. Okay. Ich habe gar nicht mal so... Ich habe echt Lokis diesmal gelaufen. Ja. Die Würfel sind natürlich cool, aber ich glaube, die Würfel sind kein großes Upgrade für mich. Müsste ich aber einmal simmen, bevor ich das irgendwie sagen kann. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Und wir nehmen die Würfel. Natürlich. Die haben tatsächlich deutlich mehr gegeben als das, was ich jetzt gerade habe. Und deswegen nehmen wir die jetzt einfach mit. Und wir haben eine plus 18er Freihafen bekommen. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Super. Ja, den austauschen. Und dann wollen wir da einmal ein 4,47er Item draus machen. Ne, ich habe tatsächlich gerade keine Aspektmarken mehr. Naja, dann müssen wir das einen anderen Tag machen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Loot Luck hattet wie ich. Diese Woche war sehr, sehr angenehm. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg. Ciao. This is a Cinema Beats Production.